Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 80 von Let's Survive Minecraft. Es ist schon 10 Folgen her. 10 Folgen, dann hatten wir die Zahl erreicht, die wir schaffen wollten und wir sind 10 Folgen drüber. Ich bin begeistert. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Herzlich willkommen zurück. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt unbedingt tun. Einfach auf den Abonnieren-Button unterhalb des Videos klicken, abwarten, bis das hier alles wieder ein bisschen mit den Frames hochgegangen ist. Und dann würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter. Eine Sache, die wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht haben, ich würde sagen, wir scheren die Schafe mal ein bisschen. Zack, 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 zack. So, Wolle haben wir jetzt neue bekommen. Na, die Wolle da hinten, die können wir direkt mal mitnehmen. Und wenn wir schon dabei sind, dann würde ich fast sagen... Oh, wir haben ja noch ganz viel Granit hier übrig. Okay, dann würde ich fast sagen, wir machen mal Folgendes. Das machen wir nicht. Warum sind hier jetzt zum zweiten Mal innerhalb relativ kurzer Zeit schon wieder Pillager unterwegs? Also jetzt ernsthaft. Ich verstehe es nicht. Schon wieder. So. Wo war denn hier Wolle? Wolle war hier. So. Dreck, Erde hatten wir hier unten. Granit hatten wir da. Wunderbar. Schön, hervorragend. Dann so Pflanzenzeug hatten wir da. Ich muss jetzt schon mal nochmal wieder reinkommen. Ich hab da jetzt ja, war jetzt lange nicht mehr quasi hier drin. Also was heißt lange? Auch jetzt schon eigentlich nur ein paar Tage nicht. Aber das ist ja immer dann so. Und man muss immer nochmal neu reinkommen. Ja, es gibt im Haus leider echt nichts mehr zu tun. Sonst hätte ich gesagt, wir könnten hier ja noch was tun. Zielt der da? Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Zielt der da auf die Fische? Hat ihr die Fische beobachtet? Kommen die näher oder die sind nur auf einem Fleck? Nein. Oh Gott, nein. Unser Gast hat sich irgendwie... Naja, gut. Wie dem auch sei. Kurz da rein. Ja, ich traue mich nicht so wirklich raus. Deswegen war die Frage, haben wir noch im Haus was? Wir könnten mal... Ja, nee, wir müssen tatsächlich die Folge im Haus verbringen. Wir könnten tatsächlich nochmal... Was war das eigentlich? Warum hatten wir das? Also das hier weiß ich, ja, das war dieser Ausguck. Quasi. Aber warum hatten wir das... Oh, das sind Färbemittel. Aber warum hatten wir das hier so gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Eine Sache wollte ich auch noch nachgucken. Das kann ich wahrscheinlich nicht nachgucken, wenn ich nicht weiß, wie es geht, ne? Achso, der sagt Zuschauern Hallo. Und zwar... Die Überlegung wäre, das hier weiterzubauen. Aber ich weiß einfach... absolut nicht, wie und was ich da bauen soll. Das war so ein Projekt von wegen so, na, Die andere Alternative wäre, man baut sich quasi bis zum Hafen. Das könnte man mal probieren. Einfach mal jetzt austesten. Ich meine, wir haben gerade sowieso eigentlich nichts, was wir machen können, großartig. Und zwar würde ich fast sagen, wir bauen uns hier mal Richtung Hafen. Das sollte nicht höher als... Ach, guck mal, dann können wir direkt hier Kohle mitnehmen. Das sollte nicht großartig hoch sein. Warum? Relativ einfach, weil da oben ja dann schon Granit kommt. Wobei... Uiuiui, fällt ja direkt hier so eine riesen Kohleader unter unserem Haus. Ja, das habe ich auch nicht. Nein, ne? Sagen wir direkt einfach mal mitnehmen und beamen. Voilà. Sorry für den Lag. So. Ja, gut. Wie bekommen wir das jetzt vernünftig zugebaut? Und zwar am besten mit Cobblestone. Und da unten setzen wir am besten Fackeln rein, dass wir da nicht von Monstern überrascht werden. So, das dahin, das dahin. Ich schaue mir jetzt einfach mal den Weg zum Hafen an. Nehme auch direkt mal ein bisschen Glas mit.
Weil die Überlegung wäre quasi das, was wir davor hatten, also wo ich gerade sagte, ich weiß nicht mehr so richtig, wie ich das gestalten soll, wäre tatsächlich das einfach hier zu machen, an den Hafen dran. Jetzt ist aber die Frage, wo ist der Hafen? Wie weit ist der hier wirklich rein? Weil irgendwann müsste ja dann hier die Hafenmauer kommen. Theoretisch. Und auch theoretisch praktisch. Bis so weit war das? Ist das wirklich so weit? Oder da ist der, oder? Ja, da ist der. So, zack. Da ist der. Okay, der sitzt tatsächlich eine Nummer höher. Wenn ich jetzt hier quasi... Ah, ich kann das also maximal so bis auf diese Höhe bauen. So, dann setzen wir das hier mal. Das ist frei hier. Ah, guck mal, hier ist schon so eins dieser Ableger quasi. Und hier können wir uns quasi noch so ein bisschen... Also hier können wir noch quasi so ein Räumchen bauen. Da quasi nicht mehr, weil da wird Hafen sein. Setzen wir einfach mal eine Fackel hier irgendwie hin. So. Das müssten wir ja quasi so bauen. Da müssten wir quasi da eine Stufe hinsetzen. Und hier würde ich einfach mal das so machen. Dann sieht das auch ein bisschen nach was aus. So. Also. Na, so. Das bauen wir hier auch Cobblestone hin. Wir haben jetzt quasi Hausarrest, ne? Die Hausarrestfolge. Ja, wir kommen einfach nicht vernünftig raus, ohne dass die... Oh, jetzt regnet's. Hat lang nicht mehr geregnet, oder? Also, hier in-game. Also wir kommen ja jetzt quasi nicht vernünftig raus, ohne dass wir hier großartig angegriffen werden. Und darauf habe ich persönlich keine Lust, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt klar, und hier jetzt erstmal alles überschwemmt. So. Da können wir nämlich Fische beobachten. Das ist hier quasi wie so eine Art Aquarium. So. Das müssen wir bei Zeiten dann auch nochmal schöner bauen, hier alles. Auf der anderen Seite könnte man doch... Das funktioniert nicht, so einen Geheimausgang bauen. Das wäre doch auch was. Da hinten sind die Pillager, okay. Das wäre doch auch was, so ein Geheimausgang. Jetzt muss ich aber mal, am besten machen wir das mit einem Schild, oder? Haben wir noch genug Schilder? Haben wir. Brauchen wir zwei Schilder für? Oh, und schon wieder ist ein Enderman in diesem... Ah, warte, dann können wir direkt auch eine Stufe mitnehmen. Cobblestone. Cleanstone. Da haben wir keine Stufe. Haben wir irgendwo Cobblestone-Produkte? Nethersteine, Nether-Produkte, Cobblestone-Produkte. So. So. Cobblestone-Produkte haben wir auch. Ich wusste es. Irgendwo mussten die ja noch sein. So. Und dann könnten wir hier quasi direkt quasi voran können wir hier so einen Durchgang bauen. Und haben hier so einen Geheimgang. Und haben da auch direkt die Tropenfische. Das ist cool. Das können wir machen. Wir könnten das auch... Eigentlich können wir den doppelt so groß machen. Nur, dass die Schildkröten da nicht reinkommen, das wäre natürlich unpraktisch, aber ich glaube nicht, dass die da reinkommen wollen, oder? So, dann haben wir hier nämlich so eine Art Schleuse auch noch. Schön. Cool. Und jetzt gucken wir einfach mal, wo geht das hier? Warum hatten wir denn da... Das verstehe ich nicht so ganz, aber ist auch nicht schlimm. So...
Hier jetzt noch mal ein bisschen Cobblestone hin. Ey, du sollst da nicht hin. Zack. Zack, zack, zack. So. Nein, genau, das sollte nicht passieren. Es sollte anderweitig passieren. Das Gute ist, wenn wir nämlich hier unten sind, dann spawnen da auch Fische. Weil wir hatten ja immer das Problem, dass da keine Fische gespawnt sind. Wir haben ja uns diese Spawner gecheatet. Wir Cheater, wir alten Cheater. Und ja, ich weiß, in der letzten Folge haben wir uns auch Schildkröten gescheatet, aber ich finde die so cool. Die müssen hier unbedingt hin. So, und hier haben wir jetzt quasi so den Notausgang, falls wir bedroht werden in unserem Haus. Das finde ich cool. Genau. Das ist quasi um unserem Haus Arrest zu entgehen. Das ist schon mal ganz gut. So, den Gang muss ich später dann nochmal ausbauen. Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist immer noch ein Notausgang. Wir setzen auch einfach mal eine Tür davor. So. Holzprodukte. Cobblestone, Cobblestone. Erde, dafür haben wir einfach keinen Platz mehr. Dazu müssen wir uns auch noch einen Mülleimer basteln. Ja, müssen hier so hin, ne? Am besten kommt hier so ein Mülleimer hin. Da kommt dann natürlich im Laufe der Zeit noch Lava rein. Aber was anderes können wir gerade nicht als Mülleimer verwenden. So. Das da rein. Kohle. Erde. Shit, ich habe genau die falschen Sachen in den Mülleimer geworfen. Ich wollte eigentlich die Erde da reingeworfen haben. Egal. Voilà. So, so, so und so. Die Sachen da rein. Dann das Glas noch weg. Glas noch weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal Richtung Bett. Hallo Enderman, schön, dass du da bist. Schön, dass du uns Gesellschaft leistest. So, ich dachte schon, da sind Monster in der Nähe und ich könnte nicht schlafen. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. So, die Monster da verbrennen. So, wir könnten auch nochmal neue Bäume anpflanzen. Wie schaut es eigentlich aus mit unseren Pillagern? Sind die immer noch da? Die sind immer noch da und die beobachten mich. Die gehen auch einfach nicht von da weg, ne? Die sind einfach nicht da wegzubekommen. Dann würde ich fast sagen, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir ärgern die jetzt einfach mal eine Runde. Gehen mal runter. Wir haben doch irgendwo, haben wir... gerade sagen, Pfeil und Bogen. Die ärgern wir jetzt mal eine Runde. Ich dachte, da läuft jetzt auch schon einer von denen rum. Mit Pfeil und Bogen werden wir die jetzt ärgern. So, hier könnt ihr mich noch nicht sehen, aber jetzt. Zack. 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 Ja, jetzt fühlen die sich natürlich. Geärgert. So. Ja, warum greifen die denn nicht an? Das verstehe ich nicht. Ich ärgere die doch. Oh, der ist jetzt natürlich nicht einfach zu bekommen. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle erwischt. Nehmen wir uns hier mal die Armbrust und das Banner. Dann haben wir noch ein zweites Banner. Heilvolle Banner. Schön. So, diese Monstergruppierung haben wir auch besiegt. Ich bin begeistert. Da oben sieht man unser Netherportal. Schön. Schön, schön, schön. Und hier haben wir... ich dachte, das sind irgendwie so Zombie-Köpfe oder so. Die da, ah, guck mal, es hat Eier gelegt. Wie cool ist das denn?
Jetzt sind hier aber nur zwei Schildkröten. Nein, drei Schildkröten. Da ist noch eine. Gut, wenn du Eier gelegt hast, dann ist ja gut. Dann müssen die anderen das jetzt auch nur noch tun und dann hervorragend. Aber wir sind am Ende der heutigen Folge. Ja, schön. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ach so. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das mit dem Abo, das funktioniert jetzt ganz einfach, indem ihr auf den Button drückt, der oben rechts eingeblendet wird. Und wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann drückt doch einfach auf den Button, der unten rechts eingeblendet wird. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Survive Minecraft. Ciao, ciao.